Und jetzt hören wir Julian, den Papierflügel. Julian nennt sich den Papierflügel und er ist 21 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Oldenburg, aus Hatten. Er will Umweltwissenschaften studieren und arbeitet zurzeit in einem Kinderheim und sein Text handelt vom Rassismus. Hi. Bevor ich mit meinem richtigen Text anfange, möchte ich noch kurz ein kleines Intro machen. Das ist mal was mir so in Gedanken kam und dann habe ich gedacht, das schreibe ich mal auf. Das heißt widersprüchlich. Nichts gibt es nicht. Nicht normal zu sein, ist normal. Das Universum ist unendlich, aber nicht ewig. Wenn man einen Kreis erstellt, hat er einen Anfang. Moment, Entschuldigung, da bin ich rutscht. Man kann zweimal lebenslänglich bekommen, aber nicht Töter sein. Der Mensch ist nicht menschlich. Das ist eine sehr schöne Einleitung in meinen Text. Wie gerade schon gesagt wurde, handelt er von Rassismus. Als ich diesen Text geschrieben habe, wollte ich eigentlich einen Text genau zum Thema Rassismus schreiben. Dabei ist mir ein Problem aufgefallen, und zwar ist es sehr schwierig zu sagen, wo fängt Rassismus an, wo hört Rassismus auf. Deswegen heißt dieser Text auch, wo hört Rassismus auf? Egal, ob in der Realität oder in meinem Albtraum. In den Nachrichten oder im Film, und es interessiert kaum. Ob wir reagieren, agieren, hinschauen oder für Zivilcourage Kameras aufbauen. Gewalt begleitet unser Leben ohne Sinn. Und das jeden Tag, wir nehmen es nur noch hin. Während auf der Welt Massen sterben, kann mir nur noch kalt werden. Auf der Straße bei einer Demonstration tötet die chinesische Armee Menschen, das für ihren Lohn. Sachbeschädigung bei den Terrortagen durch Menschen, die mit ihrer Ideologie eigentlich Gewalt verklagen. Betrunkene verkloppen auf einem Fußballfeld einen, der von ihrer Mannschaft gar nichts hält. Sag mir, wo ist die Toleranz geblieben? Mit einem Integrationstest zum Aussortieren können die Grundrechte doch eigentlich nur verlieren. Auch der Flüchtling aus Afrika wird bei uns nicht akzeptiert. Nur wenn er Rapsöl produziert, die einzige Chance für ihn in dieser gerechten Welt zu bestehen. Sonst wird das Leben auch ohne ihn weitergehen. Chancengleichheit wird zu einem Ideal. Völkermord im Sudan, das ist hingegen egal. Ohne Öl auch kein Interesse zu agieren, stattdessen im Irak einzumarschieren. Es wird viel zu wenig hinterfragt und schon gar kein Kriegsverbrechen angeklagt. Auch Guantanamo ist immer noch nicht geschlossen und im Irak wird weiterhin geschossen. Während 800 Milliarden Kosten entstehen, naja, unser Leben wird ja schon weitergehen. Nur nicht für die Menschen aus der dritten Welt. Gegen den Hunger sind 800 Milliarden eine ganze Menge Geld. Nein, Rassismus hört nicht auf bei ein paar Idioten, die in Berlin aufmarschieren, wenn ohne Grund viele Menschen ihr Leben verlieren. Globalisierung bedeutet nicht Zusammenhalt. Unter Warlords herrscht Krieg um Gewalt. Durch Marktabschottung und technische Überlegenheit ist der westliche Wohlstand in großer Sicherheit. In Europa produzieren wir zu viel Brot, in anderen Ländern sterben Kinder den Hungertod. Gerechtigkeit ist wohl eher Wunschdenken. Der Westen wird seinen Wohlstand nicht verschenken. Auch werden wir unser Leben nicht verändern. Es gibt kaum Hoffnung in diesen Ländern. Wo fängt Rassismus an? Und wo hört Rassismus auf? Was nehmen wir für diese Welt noch in Kauf, wenn wir den ganzen Tag Strom benutzen? Wenn wir unsere Geräte mit ätzenden Mitteln putzen? Wenn der WWF geringe Zahlen an Thunfisch misst und fast jeder von uns ihn trotzdem isst? Europa vertagt das Gesetz gegen Tierversuche. Wie ich diese Welt manchmal verfluche, wenn Nerze und der Regenwald sterben, sodass wir Pelz und Tropenholz erben. Wie ein Statussymbol dienen sie uns als Zeichen und so wandeln wir weiter über Leichen. Hört Rassismus etwa bei Menschen auf? Definieren wir so einen fairen Lebenslauf? Sogar den Klimawandel können wir sehen, lassen wir unser Auto deswegen stehen. Und als wenn in den letzten 5 Minuten nichts geschah, stehe ich und sitzt ihr alle immer noch da. Wir sollten endlich anfangen aufzustehen. Das Leben wird so nämlich nicht ewig weitergehen.
Ist schon lange abgelaufen unsere Frist, doch schon der Philosoph Hobbes sagte, jeder von uns sei ein Egoist. Ich will hier niemanden mit meinen Worten verletzen, vielmehr möchte ich ein klares Zeichen setzen, ein Zeichen gegen Gewalt und für Frieden. Die Mittel für Gerechtigkeit werden so schließlich auch gestiegen. Der letzte Teil meines Textes reimt sich nicht, ist mir aber der wichtigste. Rassismus hört auf, wo Menschlichkeit und Gerechtigkeit anfängt. Also lass uns gemeinsam anfangen. Dankeschön. Ja, danke schön, Julian. Der Mensch ist nun mal ein sehr widersprüchliches Wesen. Das haben wir gerade mal wieder so schön bitter erzählt.